Ja, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich sage mit Absicht nicht Let's Play, weil... Also ganz ehrlich, ich bin gerade sowas von sauer, sowas von wütend, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe ja mein Grafikkartenproblem gehabt, ne? Daraufhin habe ich mein gesamtes C-Laufwerk verloren, bla bla bla. Das muss ich jetzt nicht nochmal tausendmal erklären, ist ja auch vollkommen unwichtig. Ja, dabei ist der Assassin's Creed 4 Spielstand kaputt gegangen, den ich momentan nachstelle. Und dann bin ich jetzt in dieses Spiel hier reingegangen, wollte Minecraft weiter Let's Playen, da ich den Spielstand ja gesichert hatte. Ich habe mir diesen Spielstand gesichert, ich habe ihn rübergezogen auf meine... anderen, auf mein anderes Laufwerk, auf mein externes Laufwerk und habe ihn gesichert. Jetzt gehe ich doch nicht wirklich gerade hier rein, stehe auf einmal vor diesem Ding und wundere mich, dass hier kein Dach drauf ist. Dachte mir, okay, das Haus ist kaputt. Aber nein, das ist nicht nur das Haus. Nein, die Burg steht noch nicht. Die Farm steht noch nicht. Nicht einmal die Hühnerfalle steht hier. Das ist ein Spielstand, den ich seit einem halben Jahr schon gar nicht mehr habe. Hier ist nichts. Es ist alles weg. Ich habe alles durchforstet. Ich habe den Spielstand nicht mehr. Der Spielstand ist... ich glaube, das hier hinten ist da wahrscheinlich auch nicht mehr da, im Berg drinne. Nee. Alles, was wir in den letzten 200 Folgen gemacht haben, ungefähr, ist weg. Wir haben nichts mehr. Also, boah. Ich möchte jetzt diese Entscheidung echt nicht alleine treffen. Also, ich weiß, hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin gerade wirklich so mega angepisst und ich kann jetzt auch nicht noch, ich kann nicht den Minecraft-Spielstand jetzt auch noch nachstellen. Ich bin mit Assassin's Creed vollkommen beschäftigt. Ich hab jetzt gerade so die Zeit gefunden, für Minecraft ein Let's Play zu machen. Und jetzt komme ich hier rein, nachdem ich mir hier mühevoll versucht habe, ein paar Mods zu installieren. Und jetzt komme ich hier rein und sehe, dass nichts mehr da ist. Also, ich habe die anderen Welten aus. Ich bin nicht auf die. Ich bin hier im Moment. Ich kann das mal zeigen. Und ich bin hier auf. Ich habe das auf der Welt. Das ist meine Welt, auf der ich mal alles austeste, ob alles funktioniert. Ich bin hier rein. Bla bla. Sah alles noch genauso aus wie vorher. Ja. Allerdings ist die Welt hier auch seit einem halben Jahr nicht mal verändert worden. Deswegen habe ich gedacht, okay, gut, hier ist alles doch so, wie es war. Okay, gut, alles schön. So, da habe ich nicht extra im Let's Play-Stand geschaut. Also, wir haben jetzt das folgende Problem. Ich möchte jetzt mal klar sagen, wir haben jetzt folgendes Problem. Ich stehe kurz vor der Prüfung. Ich habe momentan also nicht allzu viel Zeit. Ich habe momentan das Assassin's Creed Let's Play ausgesetzt, weil der Spielstand ist kaputt. Ich werde jetzt auch vorerst das Minecraft Let's Play aussetzen, denn der Spielstand ist kaputt. Ich habe momentan League of Legends noch laufen, da werde ich jetzt mehrere Folgen täglich raushauen und ich könnte gucken, ob ich eventuell noch irgendwas anderes finde, was ich Let's Playen kann. Ich weiß es nicht, vielleicht lasse ich es auch erstmal komplett bleiben und ich mache nur League of Legends. So muss ich das machen. Ihr müsst jetzt wirklich entscheiden, wie soll das bei Minecraft weitergehen? Soll ich bei Minecraft mir ein gewisses, was weiß ich, mir... Ich habe auch keine Self-Kopie sonst werde. Soll ich mir, was weiß ich... Schreibt in die Kommentare, was ich machen soll. Schreibt genau hin, was möchtet ihr, wie möchtet ihr es? Was soll ich machen? Soll ich sofort weiter spielen? Soll ich irgendwas nachbauen? Soll ich irgendwie sowas Ähnliches nachbauen? Schreibt es in die Kommentare bitte, weil ganz ehrlich, ich möchte das Let's Play eigentlich nicht unterbrechen. Wir haben 600 Folgen. Wir sind kurz vor der 600. Folge. Und nehmen wir so... Das ist... Ich hätte echt nicht gedacht, dass es mal mit einem Schlag so tief gehen kann, dass man hier wirklich den gesamten Let's Play-Kanal innerhalb von einer Woche zerstören kann.
ich bin gerade wirklich mega angepisst und ich glaube, ihr seid auch. Ich habe seinen Abonnenten gesehen, dass einige schon mich deabonniert haben. Es tut mir leid, es ist euer gutes Recht. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ihr deabonniert mich nicht nur, weil ich jetzt nicht... Wenn ihr irgendwelche Let's Plays sehen wollt, wenn ihr jetzt sagen wollt, wie es weitergeht, ich denke, das wird jetzt noch ein, zwei Wochen so weiterlaufen, bis sich irgendwie alles wieder eingerenkelt hat. Heute kommen jetzt keine Let's Plays raus, ich habe gerade nochmal ein Meet-Info-Video gemacht. Ich werde das jetzt übersetzen. Schreibt es mir in die Kommentare rein und bitte seid so nett, schreibt es rein und helft mir mal kurz bei dem Problem hier. Jetzt ist euer Rat gefragt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!